Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute wollen wir uns den Formel-Editor zu Gemüte führen. Der hat ein paar Besonderheiten. Möchte herzeigen, wie das funktioniert. Ich mache da jetzt ein neues Kapitel, weil man denkt, wieso nicht? Ja? Da mache ich hier eine neue Überschrift, 1.2. Und da sage ich besondere Editiermöglichkeiten. Und eine dieser besonderen Editiermöglichkeiten ist, warum ist das jetzt da nicht auf Standard umgesprungen? Standard. Eine dieser besonderen Editiermöglichkeiten ist der Formel-Editor. Da hat es ja was. Das hat man manchmal. Ne, das hat man manchmal, dass man da trotzdem. Das ist immer bei so einem Abschnittswechsel oder so irgendwas. Gell? Das kann sein. Da verhält es sich nicht recht sauber, das ist dieses Word. Ja? Machen wir da, einfügen, Seitenumbruch. So, wenn man das Sonderding ein, da bei dem Seitenumbruch, wenn man da in der Zeile schreibt, hier kann ich ja schreiben, dann kommen manchmal komische Effekte. Das ist nicht so wichtig, man kann das relativ schnell lösen, wie wir gesehen haben. So, der Formel-Editor. Kommen wir zu dem, was ich eigentlich beibringen will. Der Formel-Editor. Ich möchte eine Formel für die Schwerkraft. Ja? Oder sagen wir eine allgemeine Formel. F ist M mal A. Ja? Masse mal Beschleunigung ist die Kraft. Das will ich, also jetzt kann ich schreiben, F ist gleich M. Beim Mal habe ich schon ein Problem. Wo ist es mal? A. Ja? F, M, F, Ma ist gleich. Kann ich machen. Ja. Schaut irgendwie komisch aus. Gefällt mir nicht. Ja. Wenn man so Formeln machen will, dann geht man auf Einfügen und da gibt es Formel. Ja. Bug. Da druckt man her und dann steht da, geben Sie hier eine Formel ein. Das schaut auch ganz anders aus. Und die Formel war F ist gleich M mal A. Da oben gibt es jetzt so Sonderzeichen. Ja, Sonderzeichen. Und da kann ich zum Beispiel, gibt es nämlich auch zum Beispiel diesen Malpunkt. F ist M mal A. Schau. Ja, machen wir ohne Space. F ist M mal A. Das schaut doch gleich anders aus, würde ich sagen. Ja, das schaut doch gleich wunderbar aus. Und was ist jetzt passiert? So schaut es nämlich normalerweise aus. Ja? Wenn ich nur eine Formel in einer Zeile habe, wenn ich nur die Formel in der Zeile habe, dann steht die automatisch in der Mitte. Okay? Steht automatisch in der Mitte. Jetzt machen wir eine zweite Formel. Dieses Mal möchte ich die Gewichtskraft. Und weil die Gewichtskraft eben irgendwie herausgeht, möchte ich schreiben, Fg ist gleich M mal G. Gewichtskraft. Ja, das heißt, ich sage wieder einfügen, Formel, und jetzt F, wie mache ich jetzt ein G? Wie mache ich jetzt ein G? Ja, das ist also ein Index. Ich kann gleich hier auf hoch und tief gestellt gehen und suche mir dieses tiefgestellt aus. Dann kriege ich da zwei so Eingabefältchen, ja, und das ist FG. FG ist gleich M mal G. Super, oder? Super. Was haben wir nun? Quadrat geht genauso. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier schreiben würde, F ist gleich M mal A, ist gleich M mal V. Na, die wird halt dividiert.
Die Geschwindigkeitsänderung durch die Zeitänderung. Wie machen da jetzt einen Bruch? Das ist ja A, eigentlich, ja. Wenn man Bruch, da ist Bruch, schau, und dann nehme ich doch diesen Bruch, ja. Park, ja. So. Und jetzt kann ich dann natürlich V durch T, aber es ist ja nicht V durch T, es ist ein Delta V durch T. Also die Geschwindigkeitsänderung durch die Zeitänderung. Gibt's da leicht ein Delta auch? Ja, da gibt's schon, da gibt's ein Delta. Bist du nah, das schaut gleich, das pfeift gleich, ha? Das pfeift gleich. Halt das? Also, das geht darum bei Formel, gell? Wenn man eine Formel ist, ist das drin? Ja? Oder, was haben wir noch für eine allgemeine Formel, ja? Zum Beispiel, a Quadrat, c Quadrat ist a Quadrat plus b Quadrat. Pythagoras. Schreiben wir das, ja? Also, wieder hoch, tief, hoch, ja? C Quadrat ist gleich, und jetzt hoch tief, mal a plus natürlich. Das ist a Quadrat plus b Quadrat. Schön, oder? Oder wie machen wir Wurzel? Wenn wir das praktisch als Wurzel anschreiben wollen, ja, die Hypotenuse und so weiter. C ist gleich, und jetzt Wurzel, wo wird das gehen? Eckige Klammern, Grenzwerte, Akzente, Wurzel, da gibt es eine eigene Dings, ja, da können wir, da, ja, Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Wurzeln, und da kann ich eben zum Beispiel das wirklich pfeift, kann ich da Quadratwurzel schreiben, schau. Wenn ich eine Kubikwurzel habe, ist eine Kubikwurzel. Ja. So funktioniert das. So funktioniert dieser Formeleditor. Es ist jetzt so, dass man manchmal in Texten das Problem hat, dass man auch so Indizes schreiben muss. Man kann in Texten auch Formeln einfügen. Also das geht zum Beispiel so. Ja. Die Kraft F ist von der Masse und deren, von der Masse M und deren Beschleunigung abhängig. So, wir haben gesehen, diese Formeln stehen automatisch in der Mitte. Aber wenn ich hier zum Beispiel das F markiere und noch sage, einfügen Formel, dann wird genau das F in eine Formel umgewandelt und es steht genauso da wieder oben. Ja? Und damit ist es auch im Text irgendwie herausgehoben. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ja. Und man kann alle möglichen mathematischen Symbole verwenden. Ja. Auch die Gewichtskraft und jetzt schreibe ich da auch noch ein, F ist von der Masse und der Erdbeschleunigung abhängig. Oder Masse M. Also bei der Masse und bei der Erdbeschleunigung wissen wir, markieren, einfügen, Formel, einfügen, Formel. Und das F, wie kriege ich jetzt ein FG? Ich mache es immer so, einfügen, Formel, dann markiere ich mir dieses F nochmal und jetzt kann ich nämlich auch da hier sagen, tief gestellt und jetzt schon, FG. Super, super ist das. Also ich kann auch in einer Zeile praktisch eine Formel verwenden und die Formel kann ich genauso wild aufbauen und Doppelbrüche. Ich kann wirklich, also ganz wilde Formel kann ich, ganz wilde Formel kann ich eingeben. Ja? Also, ich kann mich da austoben, wie ich will. Ich kann Integral machen. Integral von irgendwas bis irgendwas. Und dann ein Bruch. Und darunter nur einmal ein Bruch. Doppelbrüche noch und nöcher. Und da hinten machen wir noch ein dx oder so. Halt. Was jetzt passiert ist? Jetzt habe ich es hinter der Formel geschrieben. Sobald ich etwas geschrieben habe im Text, steht die Formel nicht mehr in der Mitte.
Wie erkennt man das, ob man das jetzt hinten oder vorn? Wenn ich einmal nach links drücke, bin ich eigentlich noch immer an der gleichen Position, aber nur einmal ist die Formel eingerahmt, dann bin ich in der Formel drinnen, ja? Obwohl da überhaupt kein Zeichen dazwischen ist. Und einmal ist die Formel nicht eingerahmt, dann bin ich außer der Formel. Ja? Also dx. Und da machen wir, das geht von 0 bis, wollen wir nicht so sein, unendlich. Wo haben wir unendlich? Da unendlich. Ja. Und da haben wir natürlich hier in der x². x². Und da haben wir 1 dividiert durch Sinus x. Sicher nichts. Nur ein Beispiel, dass man ganz wilde Formeln machen kann. Okay? Muss man nicht lösen, zum Glück. Lösche gleich weg. Das ist also der Formeleditor. Man kann diese Formel auch wegtun. Ah, wie geht das? Jetzt ist es weg. Ja, dann schaut es so arg aus. Ich bringe es aber nicht mehr hin. Wenn ich es wieder in eine Formel umwandle, dann schaut es weiterhin so arg aus. Okay? Also im Hintergrund sind irgendwelche Codes. Das ist so ähnlich wie LaTeX. Ich denke, das ist LaTeX-Code. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal etwas gehört von LaTeX. Das steckt dahinter dem Formeleditor und es lässt sich halt eigentlich ganz gemütlich zusammenklicken, so eine Formel. Ja? Da haben wir sogar eine quadratische Gleichung. Schau, brauche ich einfach nur, drücke drauf, Bug steht schon da. Ja? Das ist Standardformeln kann man ebenfalls mit einfügen. Auf dem Pfeilchen nach unten sind ein paar, der Pythagoras wäre auch da gewesen. Da, Identitäten, Sinussätze, Cosinussätze, Taylor-Entwicklungen, Kreisoberfläche. Wer es braucht. Ja, wer es braucht. Aber auf alle Fälle sollten wir jetzt dazu in der Lage sein, den Formeleditor zu benutzen, um ansehnliche Formeln zu schreiben. Und wie gesagt, im Text kann man das auch machen. Das hat schon durchaus einen Sinn. Gut. Ja, jetzt haben wir da schon jede Menge geschrieben. Und man sieht immer wieder diese rot unterwählten Sachen. Das ist die Rechtschreibprüfung. Wie wir jetzt, wenn wir fertig sind, mit einem Text eine Rechtschreibprüfung durchführen, eine gezielte Rechtschreibprüfung durchführen, das schauen wir uns im nächsten Video an. Ja, Rechtschreibprüfungen im Dokument. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.